Mein Name ist Klaus Grünberg. Ich arbeite zusammen mit Anne Kuhn als Bühnenbildteam jetzt schon zum 4. oder 5. Mal am Opernhaus Zürich. Im Moment haben wir für Werther das Bühnenbild ausgeheckt und das Licht mache ich auch. Und wir haben hier eine sehr spezielle Perspektive. Und lustigerweise haben wir im letzten Stück auch schon eine sehr spezielle Perspektive gehabt bei Macbeth, wo ein ganz, ganz langer Tunnel, ein unendlicher Weg auf der Bühne ist. Eigentlich ist die Bühne leer und schwarz, eigentlich ist nichts auf der Bühne. Und wir haben nur 4 Reihen von kleinen Lampen in die Tiefe gehängt, die so ermöglichen, dass Menschen ganz, ganz lang von einem weggehen oder aus ganz, ganz großer Entfernung sehr lang auf einen zukommen. Und darum geht es ja in Macbeth, dass die Vergangenheit große Rolle spielt, aber auch die Zukunft. Wenn der König stirbt, wer wird dann König? Und was passiert, wenn der stirbt? Also diese Erbfolgegeschichte, das fand ich sehr spannend, dass man so auch durch die Weissagungen der Hexen so ganz weit in die Zukunft fürchtet und ahnt. Der Raum von Werther ist ein Zustandsraum für die Gesellschaft in dieser kleinen Stadt Wetzlar. Und auch ein Zustandsraum für diese Familie, in der Charlotte in der Mitte ist, wo die Mutter ist gestorben und sie übernimmt als Tochter die Mutterrolle. Also da rücken so die Generationen so nahe zusammen und alles findet jetzt statt. Und es gibt diese ganz tolle komponierte, den Wechsel zwischen dem ersten und dem zweiten Akt. Im ersten Akt sind ganz viele Kinder unterwegs, die Familie, das Leben ist jung. Und im zweiten Akt wird eine goldene Hochzeit gefeiert mit alten Menschen. Und wenn man sich aber als Bühnenbildteam entscheidet dafür, dass das im gleichen Raum stattfindet, dann wird dieser Zeitsprung, der ja eigentlich fast ein ganzes Leben ist, rückt auf einmal wahnsinnig kurz zusammen. Und das ist so spannend, dass man diese Zeit wieder als Bühnenbild, also wirklich nur als Raum erzählen. Der Raum wird zur Zeit eigentlich erzählt, die Zeit. Ja, ich glaube, das ist sehr schwierig zu erzählen, wie Ideen entstehen. Wir machen wirklich viele Versuche im Modell. Also wir bauen ganz viele kleine Räume ganz schnell aus Pappe und stellen die hin und hören die Musik dazu und lesen den Text dazu. Und besonders wenn man die Musik dazu hört, fällt einem sehr schnell auf, das funktioniert. Oder man sagt, der Raum geht irgendwie nicht. Und dann ändert man was und dann schneidet man was und dann biegt man die Perspektive. Und dann kommt der Moment, wo man sagt, ah, das funktioniert. Oh, jetzt wird es interessant. Sollen wir das noch kürzer machen? Sollen wir es noch mehr, die Perspektive noch mehr verschränken? Und das ist sehr schwer zu beschreiben, sonst wäre es ja auch vielleicht ein Textaufsatz. Und das kann man deswegen auch am besten wirklich als Raummodell am besten erarbeiten. Also was so spannend ist, dass der Raum, den Anne Kuhn und ich gebaut haben, ist in Realität nur 2 Meter tief. Wenn man den aber aus dem Zuschauerraum sieht, denkt man, wirkt er, er ist 4, 5, 6 Meter tief. Und das ist das Tolle, dass wir eigentlich was sehen auf der Bühne, was gar nicht da ist. Wir können eigentlich zaubern.